So, aber wir müssen uns langsam aber sicher von dem... Lol. Von dem Essensbild befreien. Schlurli bei Schlurli. So, Back of Battle, Sucht. Muss von jemandem weiter, Wort gefüllt werden. Das ist sehr gut. Leute, Backpack Battles ist Liebe, aber auch natürlich Addiction. Man muss es ganz klar benennen. Das könnte jetzt den Zauberstab machen. Use 3, das ist das Problem. Also der braucht halt ultra viel Wasser. Der kann Wasser gainen. Das ist ja schon eine Banger-Waffe eigentlich für den Start. Wir testen das auf jeden Fall mal. Es wird auf jeden Fall einen Test geben. Wie in der Schule. Wir machen ja so, weil der will Tick-Speed haben. Hier probieren wir mal den Zauberstab. Wir müssen jetzt in dir alles spielen, was kommt. Rainbow Goober habe ich noch nicht geschafft. Nee. Ich habe es schon gesehen, wie er aussieht, aber geschafft habe ich noch nicht. Wird es heute mal DDU-Training geben? Nee. Wir machen erstmal noch ein bisschen Backpack-Battles. Und dann gucken wir mal, was die Woche noch läuft. So, das war jetzt unsere schwache Phase. Bing. Jetzt brauchen wir halt Wasser. Sonst ist der natürlich auch sehr, sehr wack. Wasser bekommen wir recht spät. Der Stab ist schon okay vom Schaden her, also besser als 1 bis 3 auf jeden Fall. Ihr Tech-Speed ist leider noch sehr niedrig und gegen Gift haben wir keine Chance. Außer Luck. Das war jetzt pure Luck. Das ist okay. Die sind immer noch sehr wasserlos. Gubert. Irgendein Gubert hilft uns nicht wirklich, ne? Wir brauchen auf jeden Fall super viel Trauben. Ich mache jetzt etwas Verbotenes. Aber wir müssen scalen. Also wir müssen halt wir müssen das Wasser rollen. Oder halt diese Orb nochmal finden. Mehrere Orbs wäre auf jeden Fall der Traum. So, weil gegen die Gifttypen haben wir keine Chance. Zumindest nicht zu Beginn. So. Das sieht gut aus. Dun, dun. Okay, das sieht okay aus. Ah, noch mehr Wasser wäre schon besser. Ah, der Verbrauch ist auch zu hoch. Kann sein, dass jetzt schon Schluss ist. Kann aber sein, dass nochmal der super, super Lack einsetzt. Weil ich muss Sri-Wasser benutzen, ne? Bei Sri-Wasser merkt man's. So, jetzt benutzt der 3. Und jetzt hat er für immer 2 mehr, ne? Was schon nicht schlecht ist. Jetzt benutzt er nochmal 3. Ja, im Gegensatz zu ihm werde ich ja immer stärker. Ist eigentlich sehr, sehr interesting. Können wir eigentlich mal durchziehen, aber... Ich meine, das ist cool, aber der so... So unbezahlbar. Die Handschuhe bringen uns auch nicht wirklich was, ne? Also wir brauchen halt die Mana-Orb-Geschichte. Die haben wir jetzt lucky bekommen.
Ey, das wir dürfen das nicht mal sichern. Wir brauchen jetzt tatsächlich Sachen. Also, wir können jetzt durch die übelsten Kacknoobs, gegen die übelsten Kacknoobs noch gewinnen, aber der hat Steine. Das ist schon keiner unangenehm. Die Steine wurden zwar übelst genervt, die verfehlen jetzt viel mehr. Aber haben natürlich trotzdem einen gewissen Burst. So, nee, das schaffen wir nicht. Okay, ja, jetzt brauchen wir Mana Orbs. Mana Orbs or nothing. Der Schild ist auch übel gut. Oh, der rettet uns wahrscheinlich. Der rettet uns wahrscheinlich den Butt. So. Alter, was mit dem Knoblauch? So. Jetzt ein bisschen wenig Mana, aber das ist okay, das kommt ja noch. Aber der Schild könnte uns jetzt den Arsch retten. Wir müssen auch das Schwert loswerden. Ne, der Schild macht ihn so ein bisschen müde und der Knoblauch haut halt richtig rein. Und der Stock bufft sich halt selber die ganze Zeit. Wir sind etwas arm. Unsere Armut. Das ist wichtig. Okay. Also, normalerweise will man ja, dass die Pflanzen alle irgendwie halbwegs nebeneinander sind. Aber je schneller das geht, desto besser. Andererseits müssen wir auch in den Rucksack rein. Also, Full Matteo nicht mehr zu verhindern. So, dann haben wir hier den Vogel. Den Vogel müssen wir wahrscheinlich so machen. Der Vogel hat ja hier eine große Möglichkeit. Wir müssen den Pfeil so machen, ja. Aber eigentlich muss er so. Das Problem ist, ich meine, das finde ich gut. Dankeschön. Wäre schon cool, wenn der Bird eigentlich von Natur aus mit dabei wäre. Okay, dann haben wir jetzt wahrscheinlich den und den. Den. Ja, die Trauben sind nicht dabei, ne? Ach du Scheiße, ja. Also optimal. Also der war vorher besser. So sieht's schon besser aus, ne? Der Vogel. Am Rand. So, dann haben wir vielleicht das lieber so und dann so. Guck mal, jetzt haben wir so gut wie alles drin. Knoblauch ist immer an dem Ding dran. Ja, das wird jetzt ein langer, schlimmer Kampf. Aber danke für den Zap. Ja, man muss hier sehr viel kombinieren. Ja. Man muss jetzt hier, das dauert halt. Und das ist ein langer Kampf. Der hat auch einen Besen, der will auch so ein Mana-Bild spielen. So, wir brauchen halt noch mehr Wasser. Aber der Besen könnte es sein. Also der hier kriegt halt immer plus 2. Der hat quasi einen eingebauten Gubert. So, die Frage ist, lohnt sich der Mana-Dagger? Weil der used auch noch extra Attacks, ne? Eigentlich nicht. Der Mana-Dagger wäre actually nicht worth. Eine Sekunde.
Dirt. Ach so, ja. Dirt, 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 dirt. Okay, wir rollen mal nochmal. Das brauchen wir. Und das ist absolut wichtig. Okay, also. Der macht sehr viel Mana. Der hier ist auch sehr gut. Und wird wahrscheinlich hier statt der Banane sein. Ah, das ist eigentlich keiner unangenehm hier. Okay. Also das Problem ist halt, wir haben nur ein Leben. Das heißt, wir haben zwei keiner Gegner. Wir haben halt die übelsten Übernoobs. Oder halt diejenigen, die lange durchhalten wollen. Aber er hat kein Scaling, das ist schon mal gut. Dieses No-Scaling-Bild ist ja eine absolute Katastrophe. Das ist ja fantastisch für uns. Jawohl. Also das zählt jetzt aber nicht als Mage. Okay, ich bin jetzt kein Mage. Ich bin... Ihr seid Mages. Boah, der schafft das Wasser fast gar nicht zu verbrauchen. Leute, das zählt nicht als Mage. Nö. Nicht doch. Nö ist das. Ist ein klares Nö. Ich würde da gerne Knoblauch dran bekommen. Wie mache ich das? Der hat eine Tick-Speed-Verlust, ne? Boah. Babla, 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 babla. Yo! Ja, hier brauchen wir noch mehr Knoblauch. Okay, ich glaube, ich bin übelst strong. Ich glaube, wir sind ultra strong. Guck mal, wir machen so viel Wasser, dass sogar tatsächlich die Genie-Lampe ganz entspannt triggert. Boah, das ist ja übelst sick. Das will ich auch. Das will ich auch. Die Banane. Banane nervt ein bisschen. Ich finde, die Banane gibt sich halt nicht ordentlich Mühe. Aber ich würde gerne noch die Rüstung hier so hinballern. Aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Ja. Ja, also das muss nur zu einer einzigen Waffe gehen. So, wir haben jetzt gleich wieder die Genie-Sache aktiviert, ne? Wir haben nur zu wenig Rüstung, ein bisschen. Jetzt, also er ist halt schon tot. Also es ist übelst krass. Das ist kein Mage-Bild. Hallo, da gibt es keine Abstimmung. Die Abstimmung ist schon eine Verfälschung der Situation. So, hier for aid. Use become... Aber das ist halt, also die, das ist halt schwierig, ne? Die Unverwundbarkeit ist schon eigentlich ziemlicher Banger. Die Unverwundbarkeit ist schon ein ziemlicher Banger.
hier beides Sack. Das schaffe ich nicht. Okay, also das ist auch wichtig. Das Problem ist, also ist schwierig. Jede 3 Sekunden ist ein guter Wert. Ich könnte es da oben hinpacken. Und dann muss ich später nochmal umstellen. Aber wir sind auf einem guten Weg. So, dieses Bus reicht, wenn eine Lampe auf dem Stab ist. Es reicht, wenn eine einzige Lampe auf dem Stab ist. Wir brauchen halt langsam die Kristalle, das wäre wichtig. Das Problem ist halt, dass sich eventuell das Buch kannibalisiert. Weil ich jetzt zu viel Wasser verbrauche, aber ja. Jo. Also hier muss jetzt das Ding hin. Muss hier das Buch auf jeden Fall hin. So. Da oben muss jetzt das Ding hin. Das Buch hätte ich auch gerne beschleunigt, muss ich sagen. Das Teil muss auch noch irgendwo hin. Ist alles ein bisschen ineffizient. Aber irgendwie schon. Also das Ding kann so hin. Ja, vielleicht müssen wir so machen. So. Ist da das Buch hin? Dann ist das... Oh, wenn das Buch da noch wäre. Ah, nee, das geht nicht. Scheiße. Dack man nicht, Maxim! Dack, Scheiße. Ich meine, so geht's at least auf. Und wir sind auch, glaube ich, granatenstrong. So, der hat viele Stacheln. Und auch die Genie-Lampen. So. Aber wir haben Unverwundbarkeit. Unverwundbarkeit ist auch sehr nützlich. Wir brauchen ja noch den Lifesteal. Also wir gewinnen trotzdem, weil wir den gerade für 112 gecredit haben. Wir versuchen es mal weiter, weil ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl. So, der Bird. Is it the Bird? Is it a plane? Okay. Ja, das wird jetzt hier eine kleine Mathologie. Das wird jetzt hier eine kleine bis mittelschwere Full Matteo Action. Aber es ist mittelschwer, komm. Ich finde, das war jetzt gut. Also der muss da rein auf jeden Fall. Der muss auf jeden Fall in das Crit-Ding. Ich glaube, nur ein Ball wäre das Optimalste. Und dann haben wir hier eine gute Massentierhaltung. Boah, habe ich schon mal gesagt, dass ich Vögel hasse? Oh my fucking God. Okay, also ein Knoblauch ist jetzt definitiv ein Problem. Aber die Orbs haben hier... Also, die Orbs sind gut. Die Orbs haben hier eine übelste Frequenz. Es ist jetzt halt nur eine Knoblauchzehe reicht nicht. Aber ich brauche halt das ganze Mana von den Orbs. Das Mana ist übel wichtig, weil es ja
Unbesiegbarkeit spammt. Ja, wir brauchen jetzt als nächstes die Schatulle. Die Schatulle. So, was hat er? Er hat Unendlichkeitsscaling mit AD. Und er gibt Gubert. Also das Placement von den Genie-Lampen ist natürlich das Schlechteste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Damit kannst du nicht gewinnen. Die macht nur once per battle, oder was? Nee. Ah, guck mal. Aber es reicht ja, wenn es once ist. Das ist ja gut. Das ist ja actually sehr gut. So, jetzt müssen wir die Banane, glaube ich, wegmachen. So. Ich würde das schon gerne so platzieren. Dass der Vogel das hat. Also hier ist halt maximale Pain. Aber ich glaube, das können wir nicht machen. Also wir brauchen, glaube ich, jedes bisschen Armor gerade. Das ist halt so ein bisschen problematisch mit den Birds. Die Birds, die hasse ich so sehr, habe ich das schon gesagt? Hier wäre übel gut. Aber der Vogel ist auch hier echt nicht schlecht. Aber der ist auch nicht schlecht. Da hätten wir wieder den Knoblauch komplett. Ich meine, der hat jetzt 4. Ich wäre es cool, wenn die ganze Reihe aber anders wäre, ne? Oh, wie unlucky. Aber das geht. Ja, ist jetzt viel Matteo dabei. Aber es ist möglich. So ist actually not bad. Jetzt können wir die Vögel einen Schritt nach hinten machen. Das sind was? Das sind 4. Ne, 5. Der hat richtig Arbeit hier. Ich würde gerne noch so viel wie möglich in die Birds reinkriegen. Ja, da können wir da oben ja noch mehr Vögel holen. Okay, Hauptsache Birds. Und jetzt brauchen wir langsam die Schatulle. Triggern die Vögel die Orbs. Die Orbs glaube ich nicht nehmen. Also es ist ja ausgegraut. So, der hat mir sehr viel Gift draufgepackt, aber das ist ein Matter. Ich kritte jetzt schon für 114, also. So, wir brauchen... Oh, das ist auch nicht schlecht. Aber wir brauchen die Schatulle. Bruder, das ist ein Schnapper. Ich hole den einfach nochmal. Geil wäre es, wenn ich den hier unten irgendwo parken könnte, aber... Ist auch okay, oder? Komm.
Ah, das ist ja schon nicht schlecht. Also sieht schon sehr gut aus, aber wir brauchen die Schachtel. Boah, der extra Knoblauch ist so fies. Und was scaled der eigentlich? Er scaled mit Fatigue, ne? Aber bis dahin kloppe ich dem schon 3000er Crits rein. Ja, der war chanceless. Der war absolut turbo-chanceless. Ich muss auf jeden Fall das Ding hier reinkriegen. Und dann hier oben vielleicht noch eins. So. Weil die kann ich hier noch gut verteilen. Das ist wieder ein Schnapper, aber... Ja, ich glaube, zwei Schilde sind schon ganz geil. Aber siehst du, der hat die Kristalle. Ich habe keine Kristalle. Der wird mich irgendwann einfrieren. Boah, ich gewinne trotz 41% Freeze. Das ist krass. Also das ist gruselig. Ich würde jetzt euch die Schuld geben. Das hat alles damit angefangen, dass ihr mir Sachen vorschlagt. So, also geht nicht. Das war wirklich... Das war unterste Schublade. Das war nicht meine Schublade, Leute. Das war einfach nur eine Beleidigung. Ja! Na und? Ich stehe dazu. Auch ihr wart schon immer eine VBTler-Crew. So. So. Also das Ding ist nett, weil es schnell ist. Boah, aber das Problem ist, dass Ripsaw Blade counter das so hart, ey. Das Ripsaw Blade countert das so heftig. Ja, da machen wir den Switch nächste Runde. Du brauchst länger Matteo. Nee, länger als Matteo geht nicht. Basketball. So, also. Ruhe bitte. Also die Stamina-Kosten sind jetzt through the roof. Aber das ist okay. Ist ja nur Early Game. Nur Early Game. Das Ding ist halt, dass diese Dornwaffen und so weiter halt im Vergleich halt gar kein Scaling haben. Also die anderen Dinge. Die anderen Dinge hauen halt so rein, Mann. Das ist so mein Problem. Also das Schwert gibt sich wirklich Mühe. Das wertschätze ich. Aber ich brauche halt
ganz weirde Stats, um damit erfolgreich zu sein. Nichtsdestotrotz können wir das mal spielen, ja. Ich meine, wir müssen ja erstmal Elo kriegen. Oh, das sind eine Menge Dagger. Holy shit. Boah, das waren sehr viele Dagger. Das ist ein Schnapper, Junge. Drachen würde ich normalerweise nicht holen. Aber für 5 ist es krass. Das ist auf jeden Fall nicht optimal. Für 5 würde ich es machen. Yippie. So, wir können das hier, guck mal. Wir können auch das hier inflikten auf dem Gegner. Das wäre jetzt mal eine Spielweise, wo wir auf Dornen gehen. Das Problem ist halt, ich kenne ja nicht so viele Sachen, die Dornen kreieren. Hier steht nur up to 2 times. Das ist so bad, ey. Und das Ding crittet halt bis zum Mond. Die Ananas ist Banger, ja. Aber ich meine, wir könnten das hier mal spielen, aber es ist wirklich scheiße. Lifebinder, OP. Lifebinder? Ich weiß nicht, was Lifebinder ist. Ich hätte gerne einen Trank, der Dornen gibt. No, das wäre geil. Aber das hier... Ich meine, das Ding gibt mir ganz viel davon. Dann konvertiert das in Lifesteal. Und Dorn. Aber das ist halt einmalig, ne? Das Ding ist halt unendlich. Das ist halt schon krass. Aber wir können mal spielen. Also ich finde es mega schlecht. Ich finde es ultra bad. Die Frage, ob wir noch ein Schild holen. Ich meine, notfalls haben wir das. Also. Notfalls haben wir ja immer noch das. Also das, was wir machen müssen, ist hier. Ah ne, wir müssen erstmal Full Matteo. Also Ruhe jetzt. Full Matteon. Das Ding ist ja cool, weil es muss nirgendwo hin. So, das kann auch nach Spanien. Und das auch. Also, die haben ja null Synergie. Wie kann man denn null Synergie haben? Daraus kann ich noch Lifesteal machen, ne? Boah. Okay. Also das ist gut. Das
Das Schwert ist ein 10. Also ich finde es nicht gut. Aber ich freue mich darauf. Oh, der hat das Bogen-Gubert-Bild. Aber wir haben jetzt vorher schon hart verdorschen. Okay, das haut genau hin. Liegt aber auch mal an meinen krassen Berechnungen. Also das macht mich sehr glücklich. Der Drache ist leider kein Nature. Der Drache ist nicht naturell. Natural. Das ist aber auch nichts Schlimmes. Oh, meine Augen. Meine Augen! Das Schwein ist auch nicht natürlich. Das ist natürlich? Ja. Okay, das ist okay. Das ist ganz in Ordnung. Guck mal, wir kriegen ganz viel Leben. Und jetzt wird jeder Schlag converted. Zu mehr Dornigkeit. Der hat zwei Glücksschweine. Wir können jetzt Claws machen. Aber was bringt uns Claws? Ich würde zuerst die vampirischen machen, aber. Ja, das hätte ich auch gerne. Das liebe ich, aber wir ziehen es jetzt durch mit dem beschissenen Drecksding. Das ist Banger, das gewinnt auf jeden Fall. Aber wir probieren es mal so. Wir sind schon sehr viele Dornen. Das spielen über viele gerade, ne? Oh. Ich muss da Dreck rein tun. Mit Dreck rein. Bist du Nature? Ja. Ach du Scheiße. Dankeschön. Also ist jetzt auch schwer, weil ich würde gern beides. Also das Gute ist, man kann das überall hin tun. Das scheint kinda good. Das ist ein Halb, Matteo. Halber Matteo. Also der Bird. Alles dreht sich um den Vogel. Alles muss sich auch um den Vogel drehen. Der Vogel gibt Value. Der Vogel gibt Value. Der Drache. Ich habe den Drachen vergessen. Ich brauche den. Also der Drache ist free. Der Drache braucht es auch.
Ich verliere gleich meine Organe. Ich habe gleich ganz großes Organversagen. Ah, das geht auch nicht. Ach doch, warte mal, so geht's. So ist es okay. Mir platzt gleich die Kimme. Ich kann dir nicht den Drachen buffen. Also jetzt mal rein. So, okay, okay, ich hab's, Ruhe. Ruhe, das zählt als Win. Das zählt als Win. Shut it. Das ist jetzt eine Tech-Speed-Shield, die haben schon viel Schlimmeres gesehen. Ruhe. So, ich hab's geschafft. Das ist ein Win. Win. So, guck mal, also. Wir brauchen mehr Glück. Das Glück ist noch ein bisschen zu niedrig, aber das geht eigentlich schon, oder? Yay. So. Zwei Steinchen gehen da rein. Das ist ja eigentlich nicht schlecht. So. Also das Ding gained up to 2 times. Hier kann noch mehr Natur hin. Ja, noch 2 Leben, ne? Das ist auch Natur, ne? Das können wir auch noch aus dieser Scheiße machen. Eigentlich nur noch eine Claw, ne? Noch eine Claw. Das Schöne ist, ich muss nicht an den Crit denken. Das ist für mich schon ganz toll. So, der wird mich hart vergiften. Aber ich glaube, der wird bis dahin so heftig abgeschlachtet. Okay, also jetzt kommt der Switch. Ich denke, ich habe das lang genug toleriert. Hätte ich gerne noch Knoblauch hier in seiner Nähe. Ich kann sogar noch hin und her tüdeln. Wo willst du denn hin? Ach so. Meine statt dem kann ich ja so machen. So. Ja, wir brauchen ein bisschen Power. Wir brauchen ein bisschen Power. Das sieht gut aus, Leute. Boah, wir haben hier übelsten Shit. Ich glaube, das schaffen wir. Ich glaube, das schaffen wir. Wir brauchen ein bisschen bessere Steine. Bist du Natur? Nee, ne? So. Okay. Boah, wir haben kein Geld. Also hier mache ich noch ganz viel Knoblauch und hier kommen andere Sachen hin. Das ist meine Idee. So, ihr seht es die eh noch nicht, ne? Aber das doesn't matter. Der Kampf ist wichtig. Der hat sehr viel Stacheln.
Boah, der übertreibt ja völlig. Ja, da ist die Claw am Ende sogar ein Nachteil. Weil die Claw macht keinen Schaden. Wir machen die mal weg. Die Claw ist am Ende... actually Nachteil. So, hier haben wir Wasser. Wasser ist gut für uns. Von dem Wasser generieren wir gerade übel wenig. Wasser würde ich gerne einfach mehr machen. Danke für die Subbung. Ja, wir brauchen mehr Water. Water ist auf jeden Fall ultra wichtig. Ist das Natur? Nee, das ist magisch. Das ist schon sehr schnell. Wow. Okay. Ja, wir brauchen das alles. Noch zwei Leben, das ist in Ordnung. Die geilen Steine kommen ja noch. Die haben auf jeden Fall jetzt bessere Lifestyle-Werte, aber es geht noch besser. It goes even more better. So, dann brauchen wir noch mehr Natur. Hier. Wir brauchen noch mehr Natur am Anfang. Damn, das Ding wird so viel Attack-Speed haben. Das Ding wird richtig viel Attack-Speed haben. Ach du Scheiße, dankeschön. Zwei Genie-Lampen sind auch nicht schlecht. Das werden dann drei. Danke sehr für die Subs. So, der hat auch ein Lifestyle-Bild. Der hat nicht so viel Knoblauch. Oh, der hat 17 Lifestyle. Das ist sehr viel. Aber bis wohin scaled er? Hat er Unendlichkeitsscaling? Er hat keine Lampe. Dann gewinne ich. Ohne er hat keine Lampe. Er scaled nirgendwo hin. Bruder, ich habe das Ding noch nie so gebaut, muss ich sagen. Wir haben sehr viele Genie-Lampen. Vielleicht ist das noch nicht aufgefallen, aber wir haben sehr viele Genie-Lampen. Und das Ding hat unfassbar viel Attack-Speed. Guck jetzt mal die Attack-Speed an. Die ist bei 1,3. Das heißt, wir bauen jetzt die ganze Lifesteal-Scheiße ab. Haben jetzt schon extra Damage. Wir brauchen nur noch Lifesteal. Wenn wir Lifesteal, wenn wir einen roten Kristall finden... Also wir haben jetzt ja quasi Lifesteal über On-Hit, aber der Lifesteal über On-Hit ist nicht so gut. Also er ist nett, aber nicht gut. So, die hier unten macht das, ne? Ja, wir müssen jetzt eigentlich einen roten Stein suchen. Naja, I tried. Aber es ist die letzte Runde. Wir haben noch zwei Leben. Also alles ist cool. Und wir kriegen hier bei Wasser, gehen wir... Dings. Kriegen wir Armor. Das ist schon ein brutales Setup, muss ich sagen. Das Setup ist richtig stark. Der Vogel, das Value vom Vogel ist halt einfach fucking illegal. So, der Gegner. Was macht der? Der stirbt einfach. Ja, die Attack Speed ist ja unfassbar krass. So, ihr Platin-Plebs. Ihr braucht nicht mit mir zu talken.